Servus bei Gundas Garten. Heute ist der 29. Februar und ich habe einige Pflanzen für die Paprika pikiert heute. Ich habe die nochmal in so kleine Töpfe gestellt. Das war aber keine so gute Idee, weil das Wasser, wenn es auf den Platten steht und das Wasser ist voll, nicht bis zu den Töpfen reicht. Das heißt, ich habe jetzt die ganze Platte nochmal in der Wasserstallen, in der Wanne, habe sie jetzt voll saugen lassen und muss sie dann wohl oder übel von oben gießen. Unbedingt, ich mag es eben, dass die Platte sauber bleibt und die Töpfe dann eben wegnehmen kann, aber das ist nicht so gegangen, wie ich meinte. Im Pantos habe ich die Paprika, Spiralpeperoni, Physalis-Art, die Flynn-Paprika und eine Yolo-Wanda oder Wanda. Die Pflanzen an sich schauen eigentlich ganz gut aus. Jetzt schauen wir mal, wie sie anwurzeln. Dahinter habe ich noch ein paar Salate. Ich halte euch auf dem Laufenden.